vorne mit dabei. Wir machen beide Augen zu, wenn es um Austragung von Olympia geht, wenn es um Austragung der Weltmeisterschaft geht. Da kann man auch mal mit jemandem kooperieren, der vielleicht Menschen bis zum Hals in den Sand buddelt und dann besteinigen lässt. Das ist okay. Wir machen mit Ländern Geschäfte, von denen wir wissen, dass sie Menschen foltern, dass ihre Gefängnisse voller Journalisten sind. Da sind wir blind auf beiden Augen. Und genau das ist unsere Aufgabe, uns nichts einschüchtern zu lassen. Wir brauchen kein schlechtes Gewissen zu haben, ganz sicher nicht. Und eine Sache muss ich loswerden, hat die Miriam auch gesagt. Also dieser Herr Lambsdorff, der Politiker von der FDP, ich muss meine Rede damit beenden. Also, ich wusste nicht, ob ich mich übergeben soll, als ich das gehört habe. Also er bezeichnet uns und ich musste diesen Begriff fünfte Kolonne Putins, ich wusste, dass es was Negatives ist, aber ich musste es erstmal wirklich recherchieren im Internet, was das bedeutet. Also im Grunde sagt er, wir, so wie wir hier stehen, wir sind Kollaborateure von Putin, also einem Kriegsherren, die jetzt ein Land in Schutt und Asche schießen, die Menschen vergewaltigen, die Menschen töten und wir werden gleichgesetzt mit denen. Und das sagt ein Mensch einer Partei, für die Aktienkurse von BMW viel wichtiger sind als die Menschen, die im Mittelmeer trinken. Das sagt ein Mensch, ein Vertreter einer Partei, für die Menschen, die Natur an zehnter Stelle kommt, wenn es um die Privilegien, wenn es um wirtschaftliche Interessen ihrer Klientel geht. Tut mir leid, es tut mir wirklich leid, aufrichtig leid, ich bin sehr wütend über diesen Typen und ich würde meine Rede nicht so beenden wollen, aber ich muss es. Weil er mich mit Mördern, mit Vergewaltigern gleichsetzt. Und sie auch, euch auch. Wenn es eine Steigerung von Lambsdorff gäbe, dann müsste sie Lambsdorff heißen. Danke.